das ist eigentlich quasi alles, was ich jetzt mit nach Marokko in den Packsafe mit einpacken werde. Ziemlich krass. Viel Elektronik, wenig Klamotten. Top, die Wette gilt. Es ist schon echt krass, dass ich diesen Rucksack überhaupt zubekommen habe. Aber er ist zu, er ist voll und er ist unglaublich schwer. Ich hoffe wirklich, EasyJet kontrolliert mich diesmal nicht, weil also so 20 Kilo, naja, 16, 17 Kilo habe ich bestimmt auf dem Rücken. Ja. Richtig, richtig viel. Viel Elektronik, die ich, mit der ich rumspielen möchte in Marokko. Das wird cool. Und jetzt machen wir uns mal auf den Weg. Wohnung ist mehr oder weniger aufgeräumt. Wir erwarten nämlich Gäste über Airbnb. Und ja, auf geht's zum Flughafen. Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz zur Post ein paar Unterlagen an den Steuerberater nach Hannover schicken. Und dann können wir auch endlich zum Flughafen nach Schönefeld fahren. Oder in 2 Stunden unser Flieger geht. Ihr Lieben, alles erledigt bei der Post gewesen. Und jetzt schnell zu Nano, noch ein Flat White auf dem Weg und dann zum Cotti in die U8 steigen. Ach, dann haben wir jetzt auch wirklich alles erledigt. Ich war jetzt ein bisschen stressig hier zum Schluss, aber jetzt sind wir auf dem Weg. Ist euch eigentlich schon aufgefallen, dass wir Pullis hier anhaben? Haben wir nicht beide an. Wo ist dein Logo? Da. Yeah! Die Off-the-Path Hoodies. In dem Rucksack haben wir noch 5 Off-the-Path T-Shirts für Marokko. So, Kaffee und Croissants. Und jetzt geht's endlich zur Bahn. Wir sind echt viel zu spät. Viel zu spät. Wir müssen uns eigentlich wirklich beeilen. Aber das kriegen wir schon rein. Wie immer, wenn wir fliegen. Ne? Also ich meine, für euch ist ja nichts Neues, wenn ihr seht, wie wir durch irgendwelche Städte rennen auf dem Weg zum Flughafen oder wenn wir wieder ein bisschen lockerer gesehen haben. Passenger. To continue your journey to Airport, we have a valid ticket for Fezzan Sea.
Wir haben schon mal die erste Hürde gleich dann geschafft. Aber die größte Hürde ist eigentlich, mit diesem Handgepäck in den Flieger zu kommen. Das wird heute richtig, richtig spannend. So, das haben wir jetzt alles geskippt. Dank Handgepäck. Ziemlich schnell. Was meint ihr, ihr Lieben? Kann man erkennen, dass wir alle von einem Block kommen? Off the path? Off the path? Niemand auch off the path! Yeah! So, auf jeden Fall sind wir jetzt endlich im Flieger. Alles gut gegangen. Viel zu viel Gepäck mit dabei. Also, darf ich nicht zu laut sagen, das ist die Hölle da vorne. Nicht petzen. Und ja, jetzt geht's los mit EasyJet nach Agadir. Wenn wir dann 20 Minuten mit einem Taxi oder ich glaube, wir werden abgeholt nach Tagasuit. Das wird so schön. Noch ein paar Minuten dauern, dann geht's aber los. Länger Rollweg dann zur Südbahn, wo wir in östlicher Richtung, Richtung Königsruhe zu Hause starten werden. Mit der Rechtskurve geht's dann Richtung Leipzig, Stuttgart. Ganz grob dann weiter über Basel, Genf, Lyon, quer durch Frankreich und die Pyrenäen zu, bei Lourdes über die Pyrenäen Richtung Saragossa. Dann erst südöstlich von Madrid vorbei auf Gibraltar zu. Da sollten wir schön was sehen können heute und dann direkt auf Agadir zu. So, nach 3,5 Stunden Flug hat EasyJet endlich geschafft. Wir müssen jetzt endlich was kaufen. Wir haben Hunger. Also haben wir irgendwas. Nicht wirklich Hunger, wir haben einfach Lust auf irgendwas naschen, weil wir so gelangweilt sind.
So ihr Lieben, erster Stempel im neuen Pass ist aus Marokko und jetzt muss man eben kurz auf Nina und Nina warten und dann gehen wir mal direkt raus und hoffentlich ist noch jemand da, der uns abholt. Unglaublich, in riesengroße Halle. Wir sind viel zu überfordert mit diesen zwei Fliegern, die hier gelandet sind. Aber gut, jetzt sind wir auf jeden Fall da. So, abgeholt, pünktlich. So muss das. Er sieht ja auch schon so aus, als wenn das auch geil wäre, oder? Super geil. Jetzt sind wir hier in Angerlier. Hier ist nach Tagasu. Eben angekommen hier im Original Surf Camp Marokko und jetzt gibt es eine kleine Hausführung und dann kriegen wir unser Zimmer und dann können wir ein bisschen chillen. My favorite spot. Yeah, the highlight. My favorite spot is up here. So ihr Lieben, da sind wir. Und ja, wie gesagt, wir hatten gerade eine Hausdichtführung. Ich musste die Kamera ein bisschen aufladen, weil der Akku jetzt dann doch flach gemacht hat. Aber richtig, richtig cool. Schaut euch diese Aussicht an. Hier von unserem Surfcamp. Saugeil. Da hinten ist das Meer. Da gehen wir morgen surfen. Tagesu. Angekommen und jetzt gibt es endlich was zu essen. Perfektes Timing. Ich habe so einen Hunger. So, endlich was essen und ich könnte mir gerade ehrlich nichts Besseres vorstellen als das. Sieht super lecker aus, das kann nur geil sein. Guten Appetit. Super geiler Abend, super krasser Tag. Jetzt sind wir endlich in Marokko und ich hoffe, der Tag hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben dafür. Den Kanal könnt ihr, glaube ich, in der Ecke hier abonnieren. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen. Nein, wir sehen uns morgen wieder hier aus Marokko, hier aus dem Original Surf Camp Marokko. Und ja, morgen gehen wir surfen für Nina und Line die erste Surfstunde. Bin ich mal sehr gespannt, wie die sich so anstellen. Ich werfe mich morgen auf jeden Fall dort ins Wasser und ja.
gerne, wie gesagt, einen Daumen nach oben geben. Bitte, würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr das Ganze mit euren Freunden teilt. In den nächsten Tagen kommen richtig, richtig geile Videos mit der neuen Kamera dazu. Wie ihr merkt, ist die Qualität auch ein bisschen besser geworden. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich eine wunderschöne gute Nacht, beziehungsweise einen schönen Tag. Und nicht vergessen, stay wild. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.